Hallo, heute machen wir zusammen sogenannte Pancake Cereals. Die sind eigentlich nichts anderes als so ganz kleine Pfannkuchen, die man dann mit Milch essen. Die Zubereitung die dauert ein Moment, aber dafür ist so eine richtig meditative Arbeit. Und die Dinger die schmecken richtig, richtig gut. Wenn ihr die genauen Mengenangaben wollt sehen und noch mehr Infos, dann findet ihr die im Link unter dem Video oder wenn ihr ganz bis zum Schluss vom Clip scrollt. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Zuerst nehmen wir die dunkle Schoki, die sollte mindestens 70% Kakaoanteil haben. Im Wasserbad schmelzen. Gleichzeitig tun wir eine grosse oder eineinhalb kleine Banane in grobe Stück in ein Gefäß hinein. Dann kommt der Ahornsirup dazu. 3 Deziliter Milch. Und das wird schon mal püriert. Dann die geschmolzene Schoki dazu leeren und das Ganze nochmal pürieren. In diese Schüssel habe ich schon mal 120 Gramm Mehl. Dann kommt der Kakao dazu, Backpulver, Zimt, Salz, die trockene Mischung schon mal verrühren, die flüssige Mischung dazugeben, alles gut vermengen, bis keine Stücke mehr zu sehen sind. Die Mischung sollte genau so sein, recht dickflüssig. Falls sie jetzt noch zu flüssig ist, dann könnt ihr bis maximal 20 Gramm Mehl noch dazugeben. Und jetzt soll die Pancake-Masse etwa 20 Minuten ruhen. Kommen wir zum spassigen Teil. Eine Brotpfanne wird auf mittlerer Stufe erhitzt. Dann schlagen wir eine dicke Scheibe Butter in Haushaltspapier ein und die Pfanne durchs Papier durch gut einfetten. Mit einem Teelöffel kleine Pancake-Punkte auf die Pfanne setzen. Und die wirklich langsam backen, bis sie sich problemlos wenden. Das Wenden könnt ihr mit den Fingern machen oder ich brauche am liebsten dafür einen kleinen Kuchenspachtel. Die andere Seite langsam backen, bis die Masse aufgebraucht ist. Pancake Cereals kann man jetzt so essen, wie man es am liebsten hat. Zum Beispiel auch noch mit Früchten, noch ein bisschen Ahornsirup dazugeben. Oder man kann sie, so wie ich es am liebsten habe, einfach nur mit Milch geniessen.